Hier sitzt jemand aus der Nachkriegsgeneration, der nicht mehr im Krieg war, der nicht in der Bundeswehr war, weißer Jahrgang, ein Flüchtlingskind, wie viele Millionen mit mir aus dem zerbombten Dresden, der einen Drang hatte, politisch tätig zu werden. Dürfen Freiheitsfeinde demonstrieren? Antwort ist ja. Sie haben sogar Anspruch, von der Polizei geschützt zu werden, um ihr Demonstrationsrecht auszuüben. Was viele nicht verstehen, aber das ist, gehört zu zum Grundelementen unserer Demokratie, dass auch Feinde der Demokratie Grundrechte haben. Ich versuche mich ja in Ihre Lage hineinzuversetzen, was eigentlich hier vor sich geht, wenn die Union einem freiheitlich-liberalen wie Gerhard Baum die Tür weist, anstatt zu begreifen, dass Leute von seinem Geist, von Gerhard Baums Geist, als Anreger, als Herausforderer, auch als Korrektiv notwendig sind.